Ja. Ja. Menschen, so auf unseren Lebenswegen wollen wir ja eigentlich, also mir geht das so, frei sein. Frei und ungezwungen in dem Tag leben und ja, nicht gelebt werden, muss man mal drüber nachdenken. Meistens werden wir gelebt und wir leben ja gar nicht. Jetzt leben wir vielleicht, weil wir vielleicht alle das machen, was uns Spaß macht. Sie hierher zu kommen und ich hier zu spielen. Nicht? Also das ist dann Leben. Aber oft wird man gelebt. Und ich bin schon immer jemand gewesen, der gerne frei sein wollte. Und ja, Andrea Ostermeier. Andrea Ostermeier, die rothaarige Nachbarstochter. Da wohnte ich noch in Bremen, da war ich so klein. Und Sie haben sich sicherlich gefragt, schon den ganzen Abend gehe ich mal von aus, dass dieser rote Koffer dazu bekommt. Stimmt's? Ja. Nicht so, der ein oder andere hat sich das sicherlich gefragt. Also der steht, der ist bei der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt, der kleine Koffer. Ja, und deswegen steht er da, weil der ein Stück Lebensweg bedeutet. Dieser Koffer ist 51 Jahre alt. Und ja, Andrea Ostermeier, die rothaarige Nachbarstochter. Wir haben hinter unserem Haus, das war ein Miethaus, dahinter gab es den Uti. Das war unser Uti. Der Ut-Bremer Ring. Ein holpriger Weg, Schotterweg mit Schlaglöchern. Und ganz am Ende war eine Brücke über den Torfkanal, dann stand man im Bürgerpark. Das waren 1000 Meter, mehr war das nicht, maximal. Vielleicht auch nur 500. Und das war unsere große Freiheit. Andrea Ostermeier und ich. Und, ja. Und Freiheit bedeutet manchmal auch, so, ich bin dieses Jahr ziemlich viel so rumgetingelt mit dieser Gitarre. Und das war ein Stück Freiheit. Und wenn es auch nur hier in der Gegend war, in Bremerhaven oder in Lemwerder oder im Rheinland und bis nach Rotenburg auf der Tauber. Und das ist dann irgendwie Freiheit. Und da lernt man plötzlich Menschen kennen, nur den einen Abend. Und man trifft sie am nächsten Tag vielleicht nochmal wieder und das war's dann. Und dann packt man seinen Koffer wieder und zieht weiter. Das ist auch eine Form von Freiheit, die aber auch ihren Preis hat. Und naja, Andrea Ostermeier, die rothaarige Nachbarstochter, und ich, wir wollten in die große Freiheit. Einen Koffer in jeder Hand. Und ich hatte alles Lebensnotwendige in diesem Koffer drin. Spielzeugautos und Süßi. Süßi war mein Stoffhase. Und Andrea hatte einen Koffer, ich glaube, der hatte Blümchen, der war so mit Blümchen drauf. Und da hatte sie auch alles Lebensnotwendige. Alles Lebensnotwendige drin. Ich glaube, überwiegend Puppen. Und dann sind wir beide Hand in Hand mit dem Koffer, jeder einen Koffer in der Hand, den Uti hoch Richtung Bürgerpark. Und leider haben unsere Eltern uns vor der großen Freiheit eingefangen. Den Koffer hoch Richtung Bürgerpark. Den Kopf in den Schultern, so steh ich halb wach. Einen Koffer in jeder Hand. Den Bauch voller Kaffee am Morgen danach und ohne in meinem Verstand. Noch die Namen und Gesichter dieser Nacht überlegen, wie hab ich sie genannt? Da ruft jemand, höchste Zeit, Mann, und ich mach mich auf den Weg, einen Koffer in jeder Hand, einen Koffer in jeder Hand. Ein paar Stunden auf einem Zug und neue Gesichter, eine andere Stadt und der Abend vergeht wie im Flug und die Zeit reicht gerade für eine einzige Bekanntschaft aus. Kein Zurück und auch kein Fang, denn in ein paar Stunden steigt es einem anderen Zug aus, einen Koffer in jeder Hand. Einen Koffer in jeder Hand.
kommen, nur Abschied nehmen zugleich. Kein Missverständnis, kein Groll, denn in einem Atemzug nur heißt es gleich: Willkommen und lebe froh. Gleich ob bitter oder süß die Erinnerung verweht, im Staub am Straßenrand. Es ist längst zu spät, sich noch einmal nach ihnen umzusehen, einen Koffer in jeder Hand. Einen Koffer in jeder Hand. Und ehe noch ein neuer Morgen anbricht, hab ich mich neuem zugewandt. Vielleicht dankbar, vielleicht voller Zuversicht, vielleicht müde und ausgebrannt. Als such dich in jedem Aufbruch, als such dich im Weitergehen, ein Ziel, das ich nicht fand. Vielleicht ist es meine Art von Freiheit, schon frei zu stehen, einem Koffer in jeder Hand. Und vielleicht heißt frei sein, immerfort bereit zu stehen, einem Koffer in jeder Hand. Einem Koffer in jeder Hand. Einem Koffer in jeder Hand. Zeit. Sie wollen sie loswerden und es geht nicht. Und sie ärgern sich, der Blutdruck steigt, sie kriegen Schweiß auf die Stirn und sie kosten Zeit und also ganz, ganz gruselig. Ganz, ganz gruselig ist das. Und ja, ich muss hier mal umblättern. Das ist immer mein Los. Ich kann die Texte nicht alle auswendig, immer nur so teilweise. Und dann brauche ich mal so viel Papier. Ja, man wird sie nicht los. Und das sind ja nun alle Stücke von Reinhard Mey. Und Reinhard Mey hat auch mal was gesagt, das cover ich jetzt auch mal so sinngemäß. Nicht? Also diese Begleiter sind ätzend. Die sind wirklich ätzend. Und einmal in der Woche, mindestens einmal in der Woche begegnen sie uns. Meistens freitags oder samstags. Dann haben wir ganz viele von diesen blöden Begleitern. Und ja. Selbst Brautpaare haben die, ja, wenn sie so den innig Geliebten im Arm haben und sagen, so wollen wir heiraten, und beide sagen, ja, das wollen wir. Und irgendwann stehen die vom Traualtar, ja, die stehen dann vom Traualtar und wollen sich das Ja-Wort geben und ja, knien sich nieder und 200 Augenpaare blicken gebannt auf Braut und Bräutigam. Und der Bräutigam, wenn man sich kniet, dann hat das die eine Art, dass die Schuhsohlen so hochkommen, nicht? Ja. Und da klingt mir das Etikett. 99,99, Sonderangebot. Also ehrlich, meine Freude, kann ich größer sein. Dr. Prill bezieht mich zu seinem Geburtstag. Nun, ich kenne den exquisiten Geschmack dieses Mannes und so kaufe ich eine Platte von meinem Freund alles. Aber wie ich sie so schön in Geschenkpapier packe, da sehe ich gerade noch, es klingt direkt auf alles Backe. Unübersehbar und klebrig und weiß, ein dickes Etikett und darauf steht der Preis. Ich versuche es erstmal, Gutes anzuziehen, dann mit Nagellack entfernen, dann mit Feuerzeug beziehen. Und ich rummel mit dem Finger, das geht auch nicht besser. Ich nehme den nassen Lappen und das Schweizer Messer. Das Etikett entstand, aber das Foto ist kaputt. Die Lieder sind noch immer schön, nur die Hülle ist im Tod. Es lastet ein Fluch auf dem Etikett. Im Jackett am Kotelett, auf dem Kopf hinterm Brett. Am Brikett am Kotelett, an jedem Ding von A bis Z. Gegen das Deck und fällt das Etikett. Es lastet ein Fluch auf dem Etikett.
das Teil hat wirklich Stil, nur rümmelt sich über die ganze Brust eine Art von Rett. Also erstens war das Teil vielleicht schon eine Spur übertreibt. Und jetzt laufe ich noch als Werbung rum, ich bin doch nicht bescheuert. Und nichts finde ich über, nur mal nebenbei gesagt, als ein Promi, der für jede Scheiße Werbung macht. Ich hol den Nähkasten, Gabel, Messer, Licht und Schere. Wäre doch gelacht, wenn das der Tier von alles abzukriegen wäre. Schein den Kettfaden gut und den Schussfaden auf. Den Schwanz hab ich gehabt, die Maschen nehmen ihren Lauf. Und jetzt, wo ich ganz vorsichtig das Maul anhebe, gehe ich mit der Schere vorsichtig ganz nah ans Gewebe. Ein kräftiger Ruck am Faden und ab ist der Lohn. Und durch das Loch über der Brust kommt jetzt mein Leibchen durch. Es lastet ein Fluch auf dem Medikett. In Jackette am Korbett, auf dem Kopf der Rampett. Andere Kette am Korbett hat jeden Blick von Abends, den es dick und fällt. Das seht ihr. Auf der Flucht nehme ich den Müsli-Joghurt mit der Brühe-Reikonflucht. Den Verfallsdatum nimmt meine erste Überlegung. Auf dem Becherbogen steht es, siehe Deckelprägung. Doch genau darüber kleben, wo es nun gar nicht hingehört. Ein dreiteiliges Schild, das dem ein Datenlesen stört. Mit den Fingernadeln stecke ich, während ich am ersten Polke durch den Deckel und gerade mit den Fingern in die Molke. Beim zweiten muss ich fester drücken, weil er fester sitzt. Ich rutsche ab, der Becher platzt, der ganze Innenhalt spritzt. In Augen, Ohr, auf Hemd und Tisch, Nase, Bang und Dribbel. Die Kinder blubsen glücklich in die plötzliche Stille. Und dann bricht es triumphierend heraus aus den Reihen. Also ehrlich, Papa, du isst wie ein Schwein. Es lastet ein Fluch auf dem Medikett. Im Jackett am Palett, auf dem Kopf in der Mitte. Am Regen am Palett, an jedem Blick von A bis Z. Wegen des Blutkumpfes, das Etikett. Es lastet ein Fluch auf dem Medikett. Im Jackett am Palett, auf dem Kopf in der Mitte. Am Regen am Palett, an jedem Blick von A bis Z. Wegen des Blutkumpfes, das Etikett. Weil ich sie gewaltig mag, verführe ich sie schon gern mal am helllichten Tag. Ich lock sie auf das Kämmerpier und ich flüster und ich tuschel und ich krischel und ich kraschel und ich kuschel und ich kuschel. Aber plötzlich halte ich inne und sage, Schatz, was ist das, woran ich mich in deiner Bluse kratz? Und ich stelle fest, es stört mich bei der Vorbereitung meines Duns an Etikett, das ist die Waschanleitung. Ich reiß an meine Frau, sag, du musst wissen, was du willst und ist dir klar, dass du die ganze schöne Stimmung kippst. Und wenn du nicht bei der Sache bist, also ich kann mich zügeln, da jetzt hab ich's endlich, hab nicht schleudern, nicht bügeln. Hinterm Kanapee klingelt das Telefon, dann gib uns früher nach Hause. Hallo, da bin ich schon. Es lässt dein Fluch auf dem Weg liegen. Im Jackett am Korsett, auf dem Kopf mit am anderen Kette am Korsett, an jedem Buch von alles hin. Den ist nicht unfair, das seht ihr jetzt. Darauf steht, der Kerl ist nett. Also nicht so ein Etikett, wie so Tarot-Krimi sehe, mit einer dicken Strippe festgebunden an der großen Zehe. Also sicher bin ich nett, aber auch fies und gemein. Wenn ich will, kann ich ein echter Trotzbomben sein. Ja, ich stänke und ich mecker und ich hau voll auf die Kacke. Ich bin der Anschauen, das Letzte, eine schlimme Schweinebacke. Doch so ein Etikett sitzt fest, aber das Schlimme daran ist, dass ich ungestraft und nett die Sau auslassen kann. Es erlaubt auf Obrigkeit und Militär zu schimpfen. Ich kann das ganze Kabinett und den Kanzler verunglimpfen. Ich spucke Gift und Galle und Geiferschwamm am Hohn. Ach, so einen netten Kerl, den wünscht man sich als Schwiegersohn. Es lastet ein Fluch auf dem Etikett. Im Schalbett am Korsett, auf dem Kopf hinterm Bett. Andere Kette am Korsett, an jedem Ding von alles hin. Gegen des Dicken und Fell, das Etikett. Es lastet ein Fluch auf dem Etikett. Im Schalbett am Korsett, auf dem Kopf hinterm Bett. Andere Kette am Korsett, an jedem Ding von alles hin. Gegen des Dicken und Fell, das Etikett. Andere Kette am Korsett, an jedem Ding von alles hin. Gegen des Dicken und Fell. Ja, das Etikett. Also mich bringt das manchmal wirklich, bringt einen das zum Wahnsinn, wenn man da rumprokelt und dann ist das alles verkratzt und dann wollen sie zum Geburtstag und haben das noch nicht eingepackt und dann geht das nicht ab. Wie sieht das aus, wenn sie da mit dem Edding drüber malen und sagen, das geht gar nicht.